Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, liebe Antimilitaristen. Ich habe neulich meinen 70-jährigen Geburtstag gefeiert. Da gehen einem dann die verschiedenen Rollen durch den Kopf, die Mann, die ich in meinem Leben so gespielt habe. Ich stehe heute hier einerseits und wahrscheinlich zunächst als Hochschullehrer und Akademiker. Zweitens als Teil der Friedensbewegung, zu der ich mich zugehörig fühle, seit ich 1969 in einer Hochschulgruppe an der Universität Marburg bei Egbert Jahn Friedensforschung und Friedenspolitik zum ersten Mal begegnete. Und ich habe noch eine dritte Rolle, die hat was zu tun mit der Kommunalpolitik, mit der ich mich beschäftige in Solingen, sei es als Gewerkschafter, als Mitglied einer Bürgerinitiative, sei es als Ratsmitglied für die Linke. Und ich sage mal so einen Erfolg, weil Erfolge sind heutzutage so schwierig zu kriegen. Wir haben es vor 4, 5, 6 Jahren mit verschiedenen Bewegungen in Solingen geschafft und hören Sie gut zu, die Stadtwerke zu rekommunalisieren. Das bin selbstverständlich nicht alleine, du kriegst auch so Dinge natürlich nicht alleine hin. Dazu sind Bündnisse vor Ort notwendig, dann gibt es auch sowas wie Zufälle, aber es geht. Und das ist ganz wichtig und diese Botschaft möchte ich rüberbringen bei allem Pessimismus, den Sie nachher auch in meinem eigenen Vortrag hören werden. Aber im Prinzip gehen so Sachen. So, Thema heute Abend ist ein Doppelthema, wie Sie an der Überschrift sehen. Es sind zwei unterschiedliche Zusammenhänge, die in dieser Überschrift thematisiert werden. Medien im Krieg und Krieg in den Medien. Lassen Sie sich das durch Ihren eigenen Kopf gehen, dass das und was das für zwei unterschiedliche Bedeutungen sind. Ich habe den Vortrag heute Abend so ein bisschen strukturiert, selbstverständlich 5 oder 6 Abschnitte. Und ich möchte Ihnen meine Absicht, mein erhofftes Lernergebnis in Ihrem Kopf vorweg formulieren. Ich möchte Sie mitnehmen auf einen Weg, wo Sie Schritt für Schritt lernen können, dass man von dem Text, den man morgens in der Zeitung, auf dem Handy oder vor der Glotze mitkriegt, dass man vom Text Schritt für Schritt sich wegbewegen muss zum Kontext. Vom Text zum Kontext. Das ist sozusagen der Aufbau meines Referates, weil es der Text, den wir als Medienrezipient mitkriegen, ist zunächst einmal nur eine erste Oberfläche. Es ist immer wieder nötig, immer wieder, und es darf nie damit aufhören, dass man historisch argumentiert. Und wenn man historisch argumentiert, dann sieht man Kontinuitäten, Wiederholungen, dann sieht man, dass die vermeintlichen Kriegslügen zu Anfang des Irakkrieges eine lange, eine schöne, gute Tradition haben. Denken Sie an den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, denken Sie an den Beginn des Vietnamkrieges, dann kriegt das Ganze sozusagen Struktur, dann wissen wir, um was es geht und dann müssen wir bei jedem Krieg wieder und wieder, der neu irgendwo anfängt, uns diese gedankliche Linie in den Kopf rufen, dann haben wir so ein Stückchen schon was, wo wir aufhorchen können, wo wir vielleicht merken können, aha, das gab es schon mal, ich muss misstrauisch sein. Das Ärgerliche ist, dass diese Kriegseintrittslügen, selbst wenn die Wissenschaft sie entlarvt hat, hartnäckig weiterleben. Gucken Sie in eine der letzten Zeilen dieser Folie, dort sehen Sie, dass die Bombardierung in der Bucht in Vietnam, in Nordvietnam, sich als Kriegslüge im Solinger Tageblatt von vor 2 Jahren wiederfindet. Es ist ärgerlich, es ist höchst ärgerlich, aber genau diese Sachen werden dann mitgeschleift, egal was Wissenschaftler geschrieben haben. Gucken Sie sich die beiden letzten
Zeilen an. Auch das ist ärgerlich, auch das wiederholt sich. Wenn denn so ein bisschen Zeit vergangen ist, dann gestehen die Mächtigen dieser Erde ein, ja, ja, ich habe vor einigen Jahren gelogen. Das erscheint dann als Zweizeiler, irgendwo tief mitten in der Zeitung, in der Tagesschau kommt es gar nicht. Und damit hat sich's. Müssen wir das eigentlich ertragen, dass ein Verteidigungsminister mit seinem Hufeisenplan den Bundestag anlügt und es gibt keinen Untersuchungsausschuss? Das ist eine Beleidigung von all dem, was ich unter Rechtsstaat verstehe. Und dennoch, es sind sozusagen die kleinen Normalitäten, die wir alle sozusagen mitschlucken. Dies ist der typische Anfang der Medienberichterstattung, wenn mal wieder ein neuer Krieg losgeht. Ich nenne das Hurra, Patriotismus und Tunnelblick. Geradeaus und durch, wir gucken nicht mehr rechts und links. Wir hören auf niemand anders als auf die Kriegsprotagonisten. Und dann hat die Bild-Zeitung teilweise auch Überschriften oder typografische, also Buchstabengrößen, ich habe das nachgemessen, von 15 cm. Ah, ich mache eine kleine Zwischenbemerkung, die wollte ich eigentlich zu Anfang meines Vortrags machen. Ich gebe Ihnen noch eine positive Botschaft. Die Regierung des Staates Kuba hat vor 2 Tagen dem Bild-Zeitungsreporter die Einreise verweigert. Mit der Begründung, eine faire, ausgewogene und objektive Berichterstattung über die Begräbnisfeierlichkeiten von Castro sei nicht zu erwarten. Ich mache den kleinen Hinweis, und das wissen wenige Leute, dies ist völkerrechtskonform. Ein Land kann über seine eigene Kulturpolitik bestimmen. Gucken Sie sich die Menschenrechtspakte der 60er Jahre an. Das ist völkerrechtskonform, einem Journalisten zu sagen, wir wollen dich nicht. Das nächste könnte fast, wenn ich über die Themen unserer Medien spreche, die wichtigste Aussage heute Abend sein. Die Aussage heißt, es gibt Hunderte, Tausende wichtiger Themen, über die wir nie informiert werden. Das ist nicht nur eine Frage jetzt von Krieg und Frieden. Es ist eine generelle Frage der Selektionsmechanismen unserer Medien. Und das ist zum Teil sehr verhängnisvoll. Eines der typischen schwarzen Löcher unserer gesamten Medienlandschaft sind die 6 oder 7 Länder in Zentralasien. Das ist ein großes Loch. Auch unter Ihnen dürfte kaum eine Ahnung haben über den Unterschied von Tadschikistan oder Usbekistan. Sie dürften sie wahrscheinlich auf der Landkarte auch nicht ohne weiteres finden. Ich sage das ohne Vorwurf. Ich sage das einfach nur, um darauf hinzuweisen, dass Löcher, schwarze Löcher, verschwiegene Inhalte, das normalste Phänomen unserer Medienlandschaft ist. Selbstverständlich gilt das auch für Kriege. Das herausragende Beispiel verschwiegener Kriege sind die Bürgerkriege seit Staatsgründung in Burma. Seit Staatsgründung. Und auch die neue sogenannte demokratische Chefin kriegt natürlich diese Bürgerkriege nicht im Griff. Dazu muss man sehr viel über Burma wissen, um das beurteilen zu können. Also das ist so ein Kriegsloch, über was nicht berichtet wird. Dies ist ein ganz ekelhaft verschwiegenes Ding. Es ist wirklich leicht ekelhaft. Es gibt sogenannte Kugelmenschen. Das sind die Kriegsteilnehmer, denen beide Arme und beide Beine weggeschossen werden. Solche Kugelmenschen kann man der Öffentlichkeit nicht zeigen, natürlich nicht. Im Koreakrieg in den 50er Jahren haben die amerikanischen Truppen solche Kugelmenschen in ein Krankenhaus in Westgrönland eingesperrt. Den Angehörigen wurde mitgeteilt, dein Papa, dein Sohn oder wer auch immer ist tot.
Darüber durfte nicht berichtet werden, die gibt es eigentlich nicht. Ich habe durch Zufall darüber erfahren, vor 5, 6 Jahren, es gibt zu dieser Thematik einen Roman. Also verschwiegene Inhalte, das ist gerade mein Thema. Und das ist im Übrigen schwierig zu analysieren. Wenn Sie als Sozialwissenschaftler, was weiß ich, eine x-beliebige Dissertation machen, die Darstellung von Sadeh im Hussein in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gut, dann kommen Sie zu dem Ergebnis, dass die Berichterstattung schlecht war, klar. Wie analysieren Sie Dinge, die verschwiegen werden? Welches ist Ihre Kategorienbildung dafür? Dann kommen Sie in Methodenprobleme. Dann brauchen Sie eine andere Folie als das Medium selbst, die Sie anlegen müssen, um es mit der Folie dem Medium zu vergleichen. Gleichwohl sage ich, das wäre eine der wichtigsten Themen, methodisch genau daran zu gehen. Wir kennen alle das Phänomen Feindbilder. Auch hier tut immer wieder eine historische Analyse gut. Ich habe sie unterschiedlich absichtlich gebracht. Das erste aus der Nazizeit, der Antisemitismus. Das zweite bringe ich natürlich schon mit Grinsen. Weil das wissen Sie alle nicht, brauchen Sie auch nicht. Dieses Plakat stammt von Erich Peter Neumann, dem Ehemann von Elisabeth Nelle Neumann, was Sabine Schiffer eben erwähnt hat. Dieses Plakat hat Erich Peter Neumann machen lassen im Wahlkampf. Und der Staatssekretär, mit dem er zusammenarbeitete, Otto Lenz, im ersten und zweiten Kabinett Adenauer, war von diesem Bild so entsetzt, beide waren Antikommunisten, dass Otto Lenz sagte, hier hast du überzogen, das Ding können wir nicht benutzen. Es ist nicht eingesetzt worden, aber die Entwürfe gibt es im Archiv der Adenauer Stiftung. Das dritte ist eigentlich auch ganz nett. China-Bashing. Hier mit öffentlichem Geld. Die deutsche Sporthilfe kriegt Regierungsknete. Das war der deutschen Sporthilfe sehr peinlich, als ich vor 5, 6 Jahren zur Vorbereitung meines Buches dieses Bild im Original anforderte, weil ich wusste, dass es das gab. Ich wusste auch die Seitenzahl im Spiegel. Die sagten erst, das haben wir nicht mehr. Ist natürlich peinlich. So, und das Letzte ist natürlich, die Bundeswehr zieht mit dem anti-islamischen Feindbild und dem Drohbild vor dem Terrorismus mit ihren eigenen Zeitschriften natürlich auch gut mit. Ein Stückchen komplizierter wird es, wenn ich nicht über Feindbilder spreche, sondern über Feind-Feindbilder. Aber eigentlich müsste uns das allen einigermaßen bewusst sein. Ein Adenauer braucht Ulbricht, ein Ulbricht braucht Adenauer. Und die zwei haben sich auch gebraucht. Das heißt nicht, und niemand in dem Saal sollte so dumm sein, mir das zu unterstellen, dass ich die jeweiligen Leute gleichsetze. Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, der eine braucht den anderen. Ich rede über Funktionalitäten. Und dann ist das eigentlich einleuchtend, dass das so gestrickt sein muss. Dieses ist mir die letzten 2 Jahre eine ganz besonders lieb gewordene Diplomarbeit von Miriam Zwingli, die inzwischen von mir bei einer Doktorarbeit betreut wird, zu dem Thema russische Feindbilder in den deutschen Medien. Man kann an ihrer Analyse, das ist die Diplomarbeit im Vorgänger der Dissertation, recht schön sehen, und das ist wichtig, Feindbilder sind kein Kind von gestern. Die Adjektive, die Zuschreibungen, die sie herausgeholt hat in ihrer qualitativen Analyse, sprechen für sich. Ja, die Feindbildtheorie, wenn ich denn sozusagen von der kritischen Sozialpsychologie aus komme, ich will das überhaupt nicht alles vorlesen, hat 3, 4, 5, 8, was weiß ich, verschiedene Theorieansätze, die bekannt sind, gut fundiert sind, die man sich angucken kann, mit denen man an solche Feindbilder herangehen kann. Ich möchte bei dieser Folie auf die letzten 3 Dinge eingehen. Ich würde nie von Lügenpresse sprechen, natürlich nicht. Nein, weil ich versuche, Dinge analytisch zu begreifen. Und dann komme ich zu diesem Punkt,
das ist der dritte Spiegelstrich unten, Homogenisierung unserer Medienlandschaft, Homogenisierung auch der Wahrnehmung als Moment der dem Kapitalismus innewohnenden Kraft einer Homogenisierung von Märkten und Produkten. Das gibt es. Das hat seine ökonomischen Gründe, weshalb in der FAZ die gleichen Artikel drinstehen wie in der Taz. Einer der Gründe, das ist nichts Boshaftes, verstehen Sie bitte einfach Ökonomie. Einer der Gründe ist, dass beide Zeitungen sich auf das ein und dasselbe Agenturmaterial eventuell verlassen. Sie tun das beide im gleichen Maßstab, weil sie beide nicht das nötige Geld haben für genügend eigene Auslandskorrespondenten. Das heißt, es gibt ökonomische Mechanismen, die auf diese Homogenisierung hinauslaufen. In den 70er und 80er Jahren litt die UdSSR auch unter diesen ökonomischen Zwängen, weil damals gab es weltweit nur drei große global arbeitende Bildagenturen, sodass die arme UdSSR darauf, sie musste auch westliche Bilder kaufen. Wollte sie denn über irgendeinen Konflikt in Afrika oder Bolivien schreiben? Sie konnte sich die eigenen Texte ausdenken. Bildmaterial konnte sie nur im Westen kaufen. Nun ist aber auch Bildmaterial natürlich alles andere als neutral. Das war dann teilweise ein Eiertanz, weil Bild und Text in der UdSSR oft genug nicht zusammenpassen. Also, Homogenisierung unserer Medienlandschaft nicht im Sinne der Rechtspopulisten, sondern weil es dafür objektive ökonomische Gründe gibt. So, die letzten beiden Punkte sollten uns sehr, sehr hellhörig machen. Über Carl Schmitt möchte ich nicht viel sagen, nur so viel, dass seine Feindtheorie seit ungefähr 20 Jahren eine Renaissance bei einigen linken Kräften in Deutschland erfahren hat, die mich sehr, sehr wütend macht. Das will ich nur erwähnen, das sollten wir wissen. Und das Letzte macht mich eventuell noch wütender. Wir haben inzwischen an der Universität in Bonn einen Juristen, der mit zwei Fachaufsätzen als Strafrechtler so weit geht zu fordern, angesichts der terroristischen Gefahr brauchen wir ein gesondertes Feindstrafrecht. So, als ob es die Nazizeit nie gegeben hätte. Es ist unbegreiflich, wenn irgendjemand nachher mir die E-Mail-Adresse gibt, ich schicke gerne die Quelle für seine Aufsätze. Ich finde das unerträglich. Das ist als Beamtenposition ein Anhörung. Du kannst einfach solche wieder rechtsstaatlichen Geschichten sozusagen nicht von einem Lehrstuhl aus verkünden. Das geht einfach gar nicht. Der Schritt ist einfach zu weit. Auch dieses, ja, wir werden immer wieder mit unserer eigenen Vergangenheit konfrontiert, in einem Maße, was uns nicht schmecken kann. Ich nenne das die Globalisierung des Holocaust. Sie sehen das auch, von Krieg zu Krieg zu Krieg, dass relativ schnell die Chiffre kommt, der ist wieder Adolf. Sie sehen hier ein konkretes Beispiel aus der Bild-Zeitung. Dieses bedarf zwei, drei längerer Sätze. Sie können das nachlesen in meinem Buch Operation Balkan. Im Auftrage der bosnischen Regierung hatte eine Public Relations Agentur aus den USA eine Riesenkampagne gemacht, in den USA vornehmlich, um die amerikanische Politik für Militärintervention in Bosnien zu sensibilisieren und rüberzuziehen und diesen Prozess zu erleichtern, dass das amerikanische Militär dort aktiv wird. Diese Anzeige, die Sie hier sehen, eine ganze Seite, das ist so ein Ding in der New York Times, erschien 1992, unterzeichnet von den drei wichtigsten großen jüdischen nationalen Verbänden in den USA mit der Aussage, im Bosnienkrieg ereignet sich das zweite Auschwitz. Ich mache Sie darauf aufmerksam. Dieses ist eine Kampagne,
die eine Public Relations Agentur, die dafür bezahlt wurde von der bosnischen Regierung, die nennen das Öffentlichkeitsarbeit, mit der Verbrüderung jüdischer Verbände in den USA publiziert hat. Das war der Dammbruch dieser Anzeige. Es ist unangenehm für uns Deutsche und wir sehen auch daran sozusagen, wie stark wir knabbern in der Nazizeit, knabbern müssen, weil in der öffentlichen Meinung der Welt dieses alles vorhanden ist und sei es im Missbrauch vorhanden ist. Ich bin noch sozusagen bei meinem ersten gedanklichen Schritt Inhalte. Dies eine Untersuchung aus der Schweiz, die relativ jung ist, Propaganda gemessen an der Berichterstattung der Ukraine. Und Sie sehen, der neutrale, der objektive Bericht ist der kleinste Teil. Dies eine Analyse, die ich selber gemacht habe. Ich habe in Österreich, weil ich lange an der Uni Innsbruck war, Bekannte bei der österreichischen Presseagentur. Und die haben eine riesen Datenbank, die machen quantitative Inhaltsanalysen. Die habe ich gebeten, zwei Wörter in ihre Datenbank zu schmeißen. Einmal das Wort syrische Regierung und einmal das Wort syrisches Regime. Die Ergebnisse sehen Sie hier. Das Spannende ist, das Wort syrisches Regime gab es vor dem arabischen Frühling in keiner Zeitung. Was lernen wir daraus? Wir nennen das die Legitimationsstrategie, die ist natürlich nicht verordnet durch irgendeinen Oberzensor à la Goebbels. Nein, Mechanismen laufen anders. Aber das Ergebnis ist so, dass sozusagen das Wort Regime sehr viel häufiger kommt als das Wort Regierung. Damit bin ich fertig mit dem, was ich Inhalte nenne und mache jetzt den Sprung und möchte Sie gerne mitnehmen auf dem Weg von Text zu Kontext. Der erste Gedanke hat viel zu tun mit selektiver Aufmerksamkeit. Und auch das hat eine große Tradition. Und ich will Ihnen einfach dieses erste Zitat vorlesen, weil es einfach so schön ist, von 1897. Ich spreche über den spanisch-amerikanischen Krieg. Da sagt ein Reporter, schreibt seinem Chef nach New York, everything is quiet. There is no trouble here. There will be no war. I wish to return. Und da antwortet ihm der Chef, please remain. You furnish the pictures and I will furnish the war. Ich kenne ähnliche Geschichten aus dem Kosovo-Krieg. Ein Reporter von Newsweek, einer der wenigen westlichen Reporter, die in Pristina 14 Tage oder 4 Wochen aushalten, kommt mit riesen Tagebüchern und Berichten nach New York zurück und denkt, er ist King, weil er sozusagen Material von vor Ort hat. Liegt nicht auf unserer Redaktionslinie, wir haben kein Interesse an ihrem Material. Es sind Mechanismen, die damals wie heute gelten. Das Zweite, da freuen sich besonders alle Feministinnen. 2012, da erzählt eine Filmregisseurin aus Ägypten, Zitat, um ein bestimmtes Frauenbild aus arabischen Ländern zu transportieren, ist es beispielsweise bei westlichen Fernsehsendern derzeit en vogue, Dokumentationen zu bestellen, in denen Frauen Gewalt angetan wird. Hurra, hurra! Auch das ist selektive Wahrnehmung. Das ist eine ganz bestimmte ekelhafte Spielart von Kolonialismus, kolonialistischer Blick, der bedient werden muss durch westliche Wahrnehmungen. Und unabhängig von der Thematik, dieses gibt es leider auch im Feminismus. Wir haben den ganzen klassischen Kolonialblick sowieso. Inzwischen gibt es den halt auch leider hier. Sprechen Sie mal mit Frauen aus dem Nahen Osten, die wissen viel besser als ich als Mann hier sowieso, um was für eine Thematik es dabei geht. Dieses Ding ist eine meiner Lieblingsuntersuchungen aus den 70er oder 80er Jahren. Zeigt noch einmal sehr schön, wie der Markt, wie die Marktbedingungen Medienselektion und Rezipientenselektion beeinflussen. Da hat einer Folgendes untersucht. Er hat, und das ist der erste Kuchen, die Nachrichtenagentur
Nein, AP, ja. Die Nachrichtenagentur AP hat ihren großen Hauptsitz in New York. Alle Nachrichtenagenturen haben überall auf der Welt Mitarbeiter, und die freien Mitarbeiter, die Stringer oder volle Mitarbeiter, die liefern das Material rein. Klar, was macht die Nachrichtenagentur selber, das Hauptbüro? Die gucken, was für Material kommt rein, die bearbeiten das, die glätten das, die mischen das eventuell mit anderen Artikeln, machen einen großen oder einen kleinen Artikel draus, die machen normale Redaktionsarbeit. Und dann verlässt das Material die Empfänger, in diesem Fall die einzelnen Tageszeitungen in den USA. Und diese Untersuchung zeigt sehr schön, was bei der Thematik Gewalt passiert. Sie sehen hier auf dem eingehenden Kuchen 14% aller Nachrichten, die aus Lateinamerika reingekommen sind, waren mit dem Thema Gewalt verflochten. Dann kam der Bearbeitungsprozess im Hauptbüro und dann gingen 48% aller Nachrichten über Lateinamerika auf den inneramerikanischen Markt raus und der Gewaltanteil hatte sich auf 48% hochgeschaukelt. Lassen Sie das in sich sacken. Das heißt, AP in New York sagt, unsere Kunden wollen das. Das Argument ist wahrscheinlich richtig. Um das Argument aber richtig zu begreifen, wir kennen dieses Argument, wir kennen es tagtäglich in jeder Mediendebatte mit dem ZDF oder mit der ARD, die Kunden wollen das. Das Fatale an dem Argument ist, dass es eine Momentaufnahme darstellt, die vergisst die dahinterstehende jahrelange Negativdynamik mitzuerzählen. Selbstverständlich, wenn du Gewalt lieferst, wird Gewalt irgendwann gutiert und wenn du häufig lieferst, wird das noch mehr gutiert und das ist genau die Spirale. Das heißt, es ist ein Oberflächenphänomen zu sagen, die Leute wollen das, weil im Grunde genommen die Struktur, die dahinter steht, es ist eine gewachsene Struktur, es ist eine alte Struktur, die wird nicht miterzählt. Ich komme nochmal zum Thema Homogenisierung zurück. Ich habe 1985 an der erstgenannten Studie mitgearbeitet. Das war die Studie, da war ich in untergeordnetster kleiner Rolle als Codierer dabei. Die war insofern interessant, das ist die Studie, an der ich mitgearbeitet habe, wo die größte Länderzahl betroffen war, die miteinander verglichen wurden. Und das war eine Heidenarbeit. Das ist auch nur mit viel Geld zu machen und eigentlich geht sowas nicht. Das spannendste Ergebnis sehen Sie hier. Ich spreche über 1985. Die RGW-Staaten gab es noch. Es gab noch 10 oder was weiß ich, 15 sozialistische Länder in der Entwicklungsländerwelt. Und es gab die kapitalistischen Länder. Trotz der gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen Unterschiede war die Auslandsberichterstattung, was die Themenprofilierung angeht, was die Prioritätenliste angeht, dieselbe. Ich bin so sicher wie das Amen in der Kirche, dass in dieser Studie auch rückblickend nachzulesen ist, dass Zentralasien gar nicht vorkam. Ich vermute außerdem, in allen Ländern damals, so wie heute, gibt es eine Gruppe von 30 schwarzafrikanischen Ländern, die auch nicht vorkommen. Und 20 oder 15 karibische Länder auch nicht. Je kleiner die Länder, desto weniger kommen sie vor. Auch das so eine ganz simple Regel. Was eigentlich fatal ist, wer sagt eigentlich, dass ein kleines Land nicht besonders herausragende Kultur anzubieten hätte? Sag ich mal so einfach als Gedanken. Es ist fatal, dass die kleinen Länder permanent runterfallen. Also Homogenisierung wiederum sozusagen als ein Beispiel, was wir überhaupt dauernd finden. Das Zweite, ich habe nicht umsonst vorhin die Taz erwähnt, es gibt eine schöne Studie, die ich hier zitiere, vom Wissenschaftszentrum in Berlin. Sehr seriös, sehr wissenschaftlich. Vermeidet tunlichst rechts oder links genannt zu werden, sind objektiv, kriegen viel Geld, werden überall vorgestellt. Richtig seriöse Wissenschaft. Ist nur halb ironisch, wenn ich das so sage. Dieses Zentrum kommt zu dem Ergebnis, die Kosovo-Berichterstattung war bei allen Zeitungen dieselbe. Das stellt ernsthafte Fragen an die Taz.
Ja klar, ich bin alt genug, um zu wissen, wie die Zeitung angefangen hat. Natürlich stellt das ernsthafte Fragen. Man kann auch ernsthafte Fragen an die FAZ stellen, im positiven Sinne vielleicht. Wenn die FAZ genauso beschreibt wie die Taz, dann ist sie vielleicht nicht mehr so schlimm wie 1975. Ich jetzt mal ohne Flachs. Die FAZ gehört, wenn man sie gut liest, insbesondere das Feuilleton, oft genug zu den Zeitungen, die die besten Analysen über den Nahen Osten haben. Es ist eine alte Tradition dieser Zeitung, Orientalisten einzustellen. Ich habe ein gutes Verhältnis zu Rainer Herrmann, dessen Türkei-Berichterstattung ich sehr geschätzt habe. Natürlich spricht ein Rainer Herrmann fließend Türkisch und jetzt ist er im Oman. Natürlich spricht er fließend Arabisch. Das wäre eine Conditio sine qua non, wenn ich irgendwo in irgendeinem Land sozusagen berichte. Warum sind eigentlich so Selbstverständlichkeiten nicht selbstverständlich? Kleiner Ausflug. Wenn in Aleppo bombardiert wird, warum muss ich mir eigentlich das Gelabere eines ARD-Korrespondenten aus Kairo an? Er sitzt 1500 Kilometer weg und ich bin so sicher, nochmal wie das Amen in der Kirche, dass jeder aktive Blogger in Solingen, der mit Leuten in Aleppo Kontakt hat über das Netz, einen besseren Kommentar machen könnte als der ARD-Fuzzi aus Kairo. Ja, natürlich. Ganz zu schweigen davon, dass niemand Frau Leukefeld sozusagen eine Möglichkeit gibt, ihr Fachwissen rüberzubringen, ist so, ich sag mal noch was, die ARD und das ZDF, ich kriege die Zahlen nicht ganz zusammen. Ich glaube, sie haben 3 Studios in Afrika. Und wir haben 60 oder 70 Länder. Und dann sitzen diese armen Korrespondenten in irgendeiner Lobbyhalle, sprechen mit einem Taxifahrer und mit einem Portier und meinen dann, ich weiß, wie das Geschäft läuft. Ich bin in meinem bunten Leben auch sehr praktisch tätig gewesen. Genau so kommt die Berichterstattung zustande. Ja, dieses zeige ich deswegen. Ich hatte vorhin ein kurzes Vorgespräch mit irgendeinem Kollegen. Wenn wir über Propagandakriege reden, dann ist es relativ einfach, sich klarzumachen, dass es hier um ein Ping-Pong-Spiel geht. Und dass das Starren auf nur eine Seite grundsätzlich falsch ist. Wenn die Soros Foundation und andere große Stiftungen in den USA seit mehr als 20 Jahren bunte Revolutionen in 30, 40, 50 Ländern dieser Erde anzetteln. Und diese Anzettelung ist meistens verknüpft mit aktiver Medienarbeit. Sie steht sogar im Vordergrund. Internetaktivitäten, Rundfunkaktivitäten und. Das sind alles Medienrevolutionen. Dann darf man sich doch nicht wundern, wenn auf einmal Russia Today meint, wir wollen auch mitspielen. Und sie sind ein Spätkömmling in dieser ganzen Propagandadiskussion. Sie sind sehr spät aufgewacht. Denken Sie an den Vorsprung. Jetzt könnte ich noch was erzählen über die Geschichte von Radio Free Europe und Radio Liberty. Dann sind wir Anfang der 50er Jahre. Also, es ist ein simpler Gedanke, so ähnlich wie bei den Freund-Feind-Bildern. Wir haben es bei den gegenwärtigen Propagandakriegen selbstverständlich um Ping-Pong zu tun. Und Sie können auf dieser Folie sehen, dass es bei der EU-Kommission in Brüssel seit 1-2 Jahren eine Arbeitseinheit gibt, die speziell Propaganda machen soll, das ist ihr Auftrag, gegen Russia Today. Da sitzen, wie bitte? Russia Today. Da sitzen ausgebildete Slawisten drin, immerhin, die Muttersprachenkenntnisse haben sie inzwischen kapiert, dass die notwendig sind. Es gibt aber anfangs des Afghanistan-Krieges im Übrigen Flugblätter, die abgeworfen wurden in Sprachen, die in Afghanistan niemand spricht, Klammer auf, Klammer zu, auch solche Sachen passieren. Aber
Dieser Ping-Pong-Charakter ist das, auf was ich aufmerksam machen möchte. Und ich mache hier bei diesem Beispiel die Zusatzfrage, was ist die rechtliche Grundlage dafür, dass eine EU-Kommission Rundfunkpolitik betreibt? Ich sehe diese Rechtsgrundlage nicht. Wohlweislich gibt es aus nicht nur bundesdeutschem Verständnis in unseren westlichen Demokratien keinerlei Staatsrundfunk. Offensichtlich sieht das die EU-Kommission anders. Ganz abgesehen davon, dass die Verträge von Lissabon und so weiter der EU-Kommission sowieso kaum ein Mandat geben, im Kulturbereich tätig zu sein. Dies ist ein kleines Lieblingsthema von mir, weil es ja nicht nur diese ungleichen asymmetrischen Kriege auf der realen Ebene gibt, sie gibt es die auch auf der symbolischen, auf der Medienebene. Ich habe Ihnen links einen Teppich mitgebracht auf Afghanistan, wo Helikopter und Panzer drauf sind. Das ist ein Mittel, was die einheimische Bevölkerung benutzt, um den Bann zu wahren, zu nehmen sozusagen von der Kriegsgefahr. Bilde ich das tödliche Ding ab, dann habe ich ihm die Kraft genommen, mich umzubringen. Das gibt es sehr häufig, sowas. Rechts finden Sie ein typisches Produkt der amerikanischen Außenpolitik, Hochglanzmagazin, junge, hübsche Frauen drauf, die für den westlichen Lebensstil werben. Und das Lieblingsbeispiel, was ich habe, sind die T-Shirts im Nahen Osten gewesen mit altarabischer Poesie drauf. Denn Osama bin Laden, aus einer reichen, großbürgerlichen, fast aristokratischen Familie Saudi-Arabiens stammend, sprach fließend altarabisch und war ein Meister der altarabischen Gedichtkunst. Er hat sehr viel gedichtet. Das ist eine schöne, spannende Mischung der asymmetrischen Propagandakriegsführung. Ein modernes T-Shirt, schnell irgendwo um die Ecke gedruckt, mit altarabischer Poesie drauf von großen Meistern. Sie ahnen, dass diese asymmetrische Propagandakriegsführung die Amis verloren haben. Ja, ja, sie haben sie verloren. Die T-Shirts waren durch nichts zu schlagen, nicht durch so komische Zeitschriftenprodukte. Eine Stufe weiter beim Kontext, PR-Agenturen. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen jetzt mal auf die Uhr gucken, ja. Ich mache es kurz, gucken Sie in mein Buch rein, Operation Balkan. Es gibt eine Sache, weil sie eine deutsche Sache ist, die ich hier kurz erwähnen möchte. Sie ist von Herrn Hunzinger mit Unterschrift abgezeichnet, dass ich sie öffentlich erwähnen darf. Herr Hunzinger sitzt einer PR-Firma in Frankfurt vor, die stark engagiert war im Jugoslawienkrieg. Und Sie können auf dieser Tabelle, dieser Übersicht sehen, dass Folgendes in Deutschland möglich ist. Der Chef von Messer Griesheim in der Nähe von Frankfurt ruft bei Herrn Hunzinger an, Sie haben so gute Kontakte nach Jugoslawien, ich habe dort Fabriken stehen, können Sie mir helfen, dass die nicht bombardiert werden? Hunzinger sagt, ja, kein Problem, der Krieg ist zu Ende, sie wurden nie bombardiert. Der Chef von Messer Griesheim kommt zu Herrn Hunzinger und bedankt sich. Ich habe Herrn Hunzinger gefragt, darf ich das veröffentlichen? Ja. Sonst würde ich hier eine ähnliche Kiste am Hals haben wie Nölle Neumann. PR-Agenturen sind sehr aktiv. Ich muss jetzt einfach wegen der Zeit, kann ich nicht alles erzählen. Ich mache mal auf unbekanntere Beispiele aufmerksam. Saatchi und Saatchi finanzieren die Unabhängigkeitsfeiern von Kosovo. Hill and Knowlton macht eine riesen PR-Kampagne für die Olympiade in Peking. Und Sie sehen hier den Chef von Hill and Knowlton, der meint sozusagen narzisstisch mitspielen zu müssen. Er bringt die letzte Fackel ins Stadion. Ich hätte mich als PR-Chef versteckt, er geht damit in der Öffentlichkeit. Das darf überhaupt nicht unterschätzt werden, dieses Kapitel, obwohl es sehr dunkel ist. Es ist auch in Dissertationen kaum aufgearbeitet. Ich mache hier einen aktiven Vorschlag an alle Professoren sozusagen. Vergebt Doktorarbeiten für die Medienarbeit der Bundeswehr.
Über dieses Heft habe ich selber in Innsbruck eine Doktorarbeit schreiben lassen. Sie sehen hier das Cover einer Jugendzeitschrift aus Bosnien und Herzegowina, die kostenlos von der Bundeswehr hergestellt wurde. Ähnliche Inhalte wie in dem amerikanischen Blättchen eben. Nette Frauen, Popmusik, Sport, die westliche Freizeitwelt ist die schönste, die man sich denken kann. Lasst eure ethnischen Spannungen hinter euch, das schreiben die nicht. Konflikte gibt es in den Heften nicht, aber das ist der Gedanke. Lasst eure ethnischen Spannungen hinter euch, kommt mit uns mit in die schöne westliche Kulturwelt. Bei Schmidt-Ehenbohm kann man ganz gut nachlesen, wie zumindest bis Anfang der 90er Jahre die Deutsche Welle gut verstrickt war mit dem BND. Ich darf nicht wundern, ich sage es einfach nur. Dies ist ein kleines Spezialthema von mir, auch ausführlich in meinem neuen Buch drin. Mediengebäude werden völkerrechtswidrig bombardiert. Und ich sage bei dieser Tabelle immer wieder, Dank an meine ungefähr 15 Studenten in Innsbruck, du kriegst sowas nur raus mit monatelanger Recherche im Netz. Du kriegst es nicht bei den ersten Treffern bei Google. Du musst monatelang arbeiten, sonst hätte ich, die Liste ist in meinem Buch sehr viel länger noch und ich kommentiere sie auch. Dieses, ein Dokument von 2010, ich lese das mal vor. Ich hatte diesen Gedanken vorhin schon mal bei der Filmregisseurin aus Ägypten. Zitat vom CIA. Wir brauchen reichweitenstarke Medien, in denen afghanische Frauen ihre Erfahrungen mit französischen, deutschen und anderen europäischen Frauen teilen können, damit gerade die bei europäischen Frauen stark vorhandene Skepsis gegen die ISAF-Mission abgebaut werden kann. Am effektivsten sind wahrscheinlich solche Medien-Events, in denen afghanische Frauen von ihrer Situation Zeugnis ablegen. Zitat Ende. Das nächste ist sehr gut erforscht worden von meinem Kollegen Uwe Krüger, der zu dem bemerkenswerten Ergebnis kam, dass die großen Journalisten der wichtigsten Medien bei uns in denselben Verein, Gesprächsrunden aktiv sind wie die wichtigsten Militärs. Und der dann zu der nicht verwunderbaren Schlussfolgerung kommt, die Distanz zwischen Militär und Journalismus ist klein geworden. Wir nennen das Embedded Journalism. Er traut sich das nicht so zu sagen, weil auch er würde dann recht schnell wahrscheinlich juristische Schwierigkeiten kriegen. Mündlich traue ich mich das heute Abend hier zu sagen. Dieses ist so einer der Clubs, in denen die Militärs sich genauso treffen wie die Journalisten. Es geht ja dann um ritualisierte Treffen, um jährliche Treffen. Man kennt sich, man ruft sich mal an, man trifft sich mit der Gattin beim Glas Wein, wie halt so Netzwerke sind. Und selbstverständlich sind sie informell. Und das ist eine Binsenweisheit ersten Semester Soziologie, dass die informellen Netzwerke natürlich wichtiger sind als die formalen. Wir wissen das alle und wir sind ja auch ein informelles Netzwerk hier. Und ich komme damit zum Ergebnis meines Vortrages und übernehme hier eine Formulierung meines Freundes Stig aus Örebro in Schweden. Der hat das in einem Aufsatz kürzlich sehr schön zusammengefasst, über was ich hier geredet habe, nämlich Mediatisierung des Krieges und Martialisierung der Medien. Das ist das, über was ich heute Abend gesprochen habe. Ich finde das sehr zutreffend. Ich kann es auch ein bisschen komplizierter machen. Dann sehen Sie hier meine Tabelle, wo ich versucht habe, die gesamten Gedanken des Vortrages jetzt ein Stückchen systematisch zusammenzubringen. Und ich nenne das männlich, militärisch, industriell, kommunikativer Komplex. Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, dass nun endlich die Ökonomen und die Politologen und die normalen Friedensforscher lernen. Und ich möchte es jetzt eigentlich nicht noch weitere 30 Jahre sagen, dass das Reden über den militärisch-industriellen Komplex ein historischer Irrtum inzwischen ist. Er ist überhaupt nur noch formulierbar und denkbar. Und wenn ich dann die Schleife zum Cyberraum mache, dann erst recht.
wenn ich das Adjektiv kommunikativ dazu tue. Wenn ich es unterlasse, dann bin ich historisch im falschen Film. Okay, das war mein Vortrag.